war ich gleich. Hier, bei mir, beim Let's Play. Servus Leute, willkommen zurück zu Prince of Persia, The Sands of Time. Beim letzten Mal habe ich wieder ordentlich gefailt, weil... Ist logisch, ich hab's nicht so mit akrobatischen Aktionen. Ich fehle immer. Lass mich erstmal gucken. Okay, der... So, fein, okay. Dann warte du mal, ich schaff das schon alleine. Ach nee! Grad noch. Ich wollte mich eigentlich rollen, weil ich dachte, auf der Taste kann ich... Oh. Jetzt bin ich wieder da, aber was bringt das? Hat sich hier was verändert? Genau. Kein dauerhafter Schaden, danke. Okay. Nein, nein! Oh. Ist ein weiterer Hebel in der Ecke dort. Kommt ihr daran? Hä? Ist das die obere Ecke oder die untere? Oh gut, knapp. Ja, da komme ich ran. Geschafft. Ist ein gutes Teamwork hier. So, jetzt lass los. Welche Taste ist es? Kreis. Ich habe doch vorhin auch Kreis gedrückt, warum ging es da nicht? Ja, egal. Hier drüben! Zieht jetzt an eurem Hebel! Dieses Rätsel vorausgesetzt, das darf man Rätsel nennen, ist irgendwie cool. Das mag ich irgendwie. Moment mal. Was ist das? Ah, da unten sind Gegner, das ist ja lustig. Achso, da ist die Frau. Was bringt das dann, wenn ich das da unten ziehe? Und was muss es ja bringen? Vielleicht komme ich dann unten an diesen Sandraum. An den komme ich ran. Ihr seid dran. Okay, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich erwartet habe. Darüber renne. Das geht sich nicht aus. Ich bräuchte jetzt echt eine Quelle, ganz im Ernst. Ich habe gerade keine. Okay, wie kommst du dahin? Hat sich die andere Seite auch bewegt? Ja, hat sie. Bleib dort. Das sieht mir sehr nach einer Falle aus. So, kann sein, dass es ein Aufzug ist. Okay, lass mich mal gucken. Wo kann ich landen, ohne dass ich Schaden nehme? Irgendwie nirgendwo. Ja doch, da hinten. Gut. Ah. Gibt irgendwie nicht so wirklich Sinn. Ich werde definitiv runter müssen, aber
Dann kommt er. Ich kämpfe mal wieder wie ein Depp. Ah, da ist Wasser, ich sehe es gerade. Gut. Einfach zweimal Säbelangriff und einmal Messerangriff. Dann sind diese Gegner schon tot. Das ist echt eine gute Technik. Was? Auf deinen Kumpel zu schützen. Ja gut. Keiner? Ja, irgendwo. Da. Es kann so einfach sein. Warum komme ich erst jetzt drauf? Kann mir das irgendjemand sagen? Und warum ist meine Tonspur so laut? Ich rede doch gar nicht so laut. Es sei denn, ich schreie gerade voll ins Mikro und merke es nicht. Was? Du wagst es mit deiner Klebe, mich zu erstechen? Okay, da oben. Wobei eine Klebe ist ja eigentlich eine Wurfspeerart. Sauf erstmal ordentlich. Da wird deine Blase zwar voll, aber es ist egal. Okay, da ist ein. Kann man sich nicht ziehen? Ja, aber wohin? Okay, gut, dass sowas auch geht. Ich frage jetzt nur, wo ziehe ich dich hin? Ich lasse dich erstmal da, vielleicht brauche ich dich ja noch. Okay, da komme ich noch so hoch. Sonst hätte ich dich hier hingeschoben. Ich glaube, ich muss dich hier hinschieben. Und hätte mich jetzt irgendwie an Zelda Ocarina of Time, wenn man auch diese Felsen da durch die Gegend schiebt, hat das ist bei weitem schneller. Irgendwas hat sich jetzt getan. Achso, da ist noch eins. Ich brauche noch einen. Sich versteckt, der kleine Schlingel. So. Lass mich raten. Tatsache. Sieht zwar etwas anders aus, als ich gerechnet hätte, aber... Oh nein. Bitte seid vorsichtig. Warum hast du so Angst? Das ist eine Zukunftsvision, die macht mir nichts. Gut, aber so würde ich sagen, komme ich eigentlich gar nicht mal so langsam durchs Spiel durch. Bis auf diesen einen Bosskampf da. Bis auf die Tatsache, dass ich mich manchmal ein bisschen dämlich anstelle, aber ansonsten für meine Verhältnisse. Für meine Verhältnisse komme ich ganz gut durch. Für die Verhältnisse eines Lorenors. Geht mir gut. Hört damit auf. Ja, Beeilung, Beeilung, Beeilung.
Was sollte das jetzt? Okay, lassen wir mal gucken. Radspieße. Jetzt habe ich nicht geguckt, kannst du auch die Wand entlang laufen? Das wäre es ja. Na gut, das muss sie können, weil wie soll sie mir sonst folgen? Nee, die springt da einfach drüber. Holy shit. Okay, ich höre wieder irgendein Sandgebüsch. Ein Sandgebüsch. Wo sind wir? Das war das Sultansbestiarium. Das wäre ja lustig. Okay, erstmal hier meinen Sandhaufen. Wahrscheinlich zählt das, also ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel 100% gibt oder so, die man sammeln könnte, aber wahrscheinlich muss man alle Sandhaufen in die einsammeln, um 100% zu bekommen. So, hier geht es nicht durch, da ist zu. Oh, was machen wir denn hier? Ich sehe es. So mehr oder weniger. So. Es ist auf einmal los. Irgendwie kämpfe ich aber auf einmal voll gut. Hätte ich mich beim Bosskampf nicht so idiotisch angestellt, aber... Okay, noch eine Zukunftsvision. Irgendwie alle zwei Meter eine Zukunftsvision. Also ob er nichts alleine hinkriegen würde. Zugeben, die Speicherpunkte sind hier echt sehr großzügig verteilt eigentlich. Viel großzügiger, als es sein müsste. Und dieser Speicherpunkt hätte ruhig noch ein paar Meter weiter weg sein können. Theoretisch. Ja gut, wenigstens was das betrifft, ist das Spiel sehr fair. Wieso macht die sich überhaupt zu Sorgen um mich? Sie will doch nur den Dolch haben, nicht mich. Kraxel, 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 kraxel. So, zack. Der Baum ist zu dick. Schreit da wieder irgend so ein Zombie? Okay, wo bin ich denn jetzt? Ah, sehe ich schon. Sie ist gar nicht so hoch. Ich bin nur doof gesprungen. Seht ihr? Nein. Ach. Wo bin ich jetzt? Gut, ich hab wieder komplizierter gedacht, weil ich dachte, ich muss da irgendwie entlang. Sandsturm überlebt? Nicht zu überleben. Was kommt denn da angeflogen? Ach. Welche Taste war es jetzt nochmal? Ich wollte eigentlich blocken, aber irgendwie drücke ich die ganze Zeit die falsche Taste. Ich vergesse während des Spielens, welche Taste was macht. Das ist irgendwie... Hau ab, du Arschgeier. Das ist irgendwie nicht so. Was? Habe ich mich gerade gedreht? Wie habe ich denn das gemacht? Achso, das sind eure Nester. Ja, dann ist kein Wunder, warum ihr sauer seid. Moment.
So. Kann die Frau da drunter durchkriechen? Hallo Frau! Ja, Sky ist ja noch da. Wahrscheinlich muss ich ihn zuerst auslöschen. Aber er ist er ist gerade ganz gut dabei, mich auszulöschen. Keiner. Oh ja, da. Nein! Du Geier! Was kannst du, bist du überhaupt ein Geier? Kann ich es jetzt? Ich krieg das nicht raus. Ich sehe ihn, ja, aber... Tatsache, du bist so klein und zierlich. Kann ich dich jetzt da drin einsperren? Wo kriegst du da rein? Ja, Tatsache. Da ist schon der nächste Spalt. Zum Weiterkriechen. Also Angst kennst du keine. Das sagenumwobene Bestiarium von Azar, der Stolz des Sultans. Es war eines der Weltwunder. Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Nun war es ein Ort des Schreckens. Eine verlassene Ruine, verwüstet durch den Sand der Zeit. Hier bin ich! Wo? Hä? Wo hier bin ich? Ja, wo denn? Ich hab dich gehört. Achso, da. Ja, dann komm, folge mir. Hier ist noch ein Spalt für dich. Folge mir oder ich bedrohe dich. Was habt ihr vor? Das geht? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte es einfach nur mal testen. Sorry, wie heißt du? Ashara? Nee. Ashara. Wo kommt der Name bekannt vor? Nee, Ashra kenne ich. Ashra. Von Mortal Kombat. Aber Ashara, den Namen kenne ich glaube ich auch irgendwoher. Ich weiß gerade nur nicht woher. Wenn es jemand weiß, kann es vielleicht mal schreiben. Vielleicht fällt der Groschen ja. Ich glaube, ich weiß es. Nee, doch nicht. So dahin. Wie diese Stangen, aber eine Stange ist zu weit weg. Wobei, wenn ich da auf die obere komme. Ich bin gerade schon wieder so blöd. Das ist wirklich traurig. Achso, das ist ein Wassertrog. Ich dachte mir schon, das sieht seltsam aus. Ich dachte, das ist eine Truhe. Okay, schauen wir mal. Meines Wissens nach müsste ich von da, da hoch und dann darüber und dann darauf. Vorausgesetzt, das funktioniert. Irgendwie glaube ich nicht, dass das funktioniert.
Und jedenfalls. Ich bin dumm. Ich weiß. Wahrscheinlich hat es wieder irgendjemand geschrieben, aber. Ja. Ich sollte echt öfter mein Hirn einschalten. Irgendwie ist das auf Kurzurlaub. Okay, die Kamerasicht hier ist ein bisschen doof. Gut. Wahrscheinlich von hier aus jetzt woanders hin, oder? Oder darüber rennen. Das geht sich, glaube ich, nicht aus. Danke, du Typ. Halt dich da an der Stange fest. Okay, schauen wir mal. Okay, das geht schon mal nicht. Irgendwie dachte ich nämlich, dass das funktioniert. Dann dreh dich in die andere Richtung. Ich glaube, ich muss mir gleich wieder was zu essen suchen. Jeden Abend habe ich Hunger, immer wieder das Neue. Ah. Ja, das ist ganz schön knapp im Essen. Geht sich das überhaupt aus? Ich glaube nicht. Das bringt nichts. Darüber rein gibt es. Ja, es geht. Dann die Stange ranspringen, geht sich das wiederum aus. Ja. Akrobatische Meisterleistung hier. Gut. Oh, 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 oh. Ich wäre jetzt fast ins Verderben gerannt. Jetzt wäre ich fast ins Verderben gesprungen. Nein! Geht das nicht? Falsche Richtung. Ich will eigentlich darüber. Nicht geendet. Es fängt gerade erst an. Warum ging das jetzt nicht mehr? Nein. Oh. Jetzt geht's auf einmal wieder. Ach komm schon. Spiel. Leck mich. Ja gut, so böse sollte ich es jetzt vielleicht nicht ausdrücken, weil ist ja meine eigene Schuld. Soll ich weiter erzählen? Das war Prince of Persia, The Sands of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Glück.